Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. Hallo. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, Sie können das ruhig in die Hand nehmen. Ich bin ein Schlumpf, das ist furchtbar und das geht nicht weg. Wie verarbeiten Sie diese Bilder? Reden Sie da mit Ihrer Frau drüber? Machen Sie das ganz alleine aus? Natürlich rede ich mit meiner Frau, aber auch mit vielen anderen über solche Bilder. Aber das ist auch ganz, ganz furchtbar. Mhm. Wenn ich mit Putin spreche, sage ich immer mal, hallo Putin, ich bin ein Schlumpf, ich bin der Bundeskanzler der Bundesrepublik Schlumpfland und ich fliege mit Regierungsmaschinen in alle Welt. Das fand ich lustig. Herr Schlumpf, Bundeskanzler, wir nehmen jetzt Platz. Wissen Sie, was man im Moment für ein Kilo Erdbeeren zahlen muss? 200 Euro. Ich habe gestern Erdbeeren gekauft, auch so große. Die sind natürlich sehr teuer. Bei aller Krise. Aber Herr Schlumpf, Bundeskanzler, die Menschen haben Angst, in diesem Winter im Kalten zu sitzen. Das ist bitter, aber wir werden sicherlich noch keine konkreten Maßnahmen vereinbaren. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Ist das der Respekt, den Sie als Respektkanzler sich so vorgestellt hatten? Wenn ich über Respekt rede, dann meine ich natürlich den Respekt für mich. Ja. Wissen Sie denn auch, was man im Moment für ein Kilo Erdbeeren zahlen muss? Was? Das habe ich schon beantwortet. Sie, Obst, das lasse ich jetzt mal so stehen. Herzlichen Dank, Herr Schlumpf. Bundeskanzler. Ja, ich bin ein Schlumpf. Respekt. Schlumpf, Schlumpf, Schlumpf.